Wie ihr hier hinter mir sehen könnt, wächst das Gras bei mir ziemlich hoch. Das mache ich, damit Gräser und Blumen überhaupt die Chance haben, in Blüte zu kommen und Samen zu bilden, sich selber auszusamen. Weil ich möchte keinen so einen englischen Rasen haben, sondern Vielfalt ist wichtig. Jetzt wird es aber langsam Zeit, einmal mit dem Balkenmäher durchzugehen, denn der Rasenmäher, der schafft diese Höhe, ja, er wird sie schon schaffen, aber es ist anstrengend. Ich gehe mit dem Balkenmäher durch, ist viel einfacher und schneller. Fangen wir mal an. So ein Einachser hier ist ein richtiges Multitalent. Ich habe hierfür eine Fräse, damit fräse ich meinen Boden. Dann habe ich einen natürlichen Pflug und einen Anhänger und hier auch ein Balkenmäher. Der kommt einfach vorne dran, beziehungsweise hinten dran, Griff wird umgedreht und super praktisch und kann damit meine Wiesen mähen. Es geht ganz schnell. Ein wichtiger Vorteil vom Balkenmäher gegenüber Rasenmäher. Der Rasenmäher haut so alles tot, was in der Wiese kreucht und fleucht. Grashüpfer, Bienen, Käfer, macht alles tot, zerkleinert alles. Während der Balkenmäher nur unten schneidet und legt die Halme einfach um. Da geht kaum was tot. Deshalb arbeite ich mit dem viel lieber. So, ein paar Handgriffe, schon ist das Ding einsatzbereit. Sehr praktisch. Dann gehen wir mal ins Mähen. So, ihr seht, das Ding haut einiges weg, geht ganz schön schnell, denn Schnittbreite 1,30 Meter im Vergleich zum Rasenmäher 40 cm. Aber ich sehe gerade, der ist ganz schön stumpf, den muss ich jetzt mal schleifen. So, hier sieht man jetzt die Doppelklingen, ein stehendes Messer, das untere, und ein sich hin und her bewegendes. Grashalm kommt dazwischen, wird geschnitten. Das hier treibt das Ganze an. Gehen wir mal zum Schleifen. Im ersten Schritt reinige ich das Messer einfach grob mit der Drahtbürste, damit der Dreck weg ist. Thank you.
So ein Balkenmesser hier oder auch ein Rasenmesser kann man auf verschiedene Arten schärfen. Einfachste Art, eine normale Feile. Man muss den Winkel einhalten und schärft seine Schneide hier. Immer nur von der einen Seite, nie von der anderen. Dann gibt es so Luftdruckgeräte mit solchen Aufsätzen hier. Ja, könnte man auch machen, geht relativ schnell, wird auch nicht zu heiß. Ist eine ganz gute Sache neben der Feile. Abraten würde ich von einer normalen Flexscheibe, so eine Trennscheibe hier. Das geht zwar ratzfatz, aber es wird doch viel Material abgehobelt und es wird relativ heiß. Das heißt, ganz an der Spitze von den Klingen, wenn es da blau wird, das Eisen vor Hitze, dann wird es spröde und brüchig. Würde ich also abraten. Was besser ist, ist hier so eine Fächerscheibe auf der Flex. Wenn man gut rankommt, dann geht es relativ schnell und es wird nicht ganz so heiß. Man muss aber auch da aufpassen. Wenn man mit solchen Geräten arbeitet, natürlich immer Schutz. So. So schnell geht's, schon ist das Messer wieder scharf. Schauen wir mal, wie es jetzt schneidet. Zum Einölen nehme ich hier immer nur so ein ungiftiges Öl, Ballistol in dem Fall. Da weiß ich, wenn das in meine Wiese gelangt, ist das nicht schlimm. Doch deutlich besser als vorher. Das hier war vorher, einige stehen lassen. Das ist nachher deutlich besser. Bye.
Ihr seht, das geht ganz schön schnell und vor allem tierschonend. Nachteil gegenüber Rasenmäher, ich muss das Gras zusammenkehren. Aber ich lasse es erstmal abtrocknen, dann habe ich es einfacher. Bei so einem Balkenmäher ist es außerdem immer gut, die Messer nach dem Mähen gleich sauber zu machen, Druckluft, dann einsprühen mit Öl und nochmal nachlaufen lassen, damit der Dreck raushaut und damit das Öl sich schön verteilt. Weiterer Nachteil bei so einem Balkenmäher, er ist eigentlich nur für größere Flächen oder für so mittelgroße Flächen gedacht. Für so kleine Flächen wie hier, ich finde es zwar ganz praktisch, aber man kommt halt so in die Ecken und so um die Bäume sehr schlecht rum. Deswegen arbeite ich dann immer noch mal mit dem Rasenmäher oder mit dem Freischneider nach. Ansonsten ist das ein super Ding und man macht halt vielleicht nicht so viele Tiere kaputt wie mit dem Rasenmäher, deswegen bevorzuge ich immer das. Außerdem fürs lange Gras, wenn ich es aussamen lasse, viel besser als mit dem Rasenmäher, da arbeitet man sich ja eh tot.